Als die Autobahnpolizisten Holger Gerke und Jörn Larsen in Zivil bei einer Routinekontrolle unterwegs sind, machen sie auf einem Rastplatz eine besorgniserregende Entdeckung. Rastplatz hier kontrollieren, ob hier irgendwas Auffälliges ist. Na guck mal, steht da hinten ein Kind? Schild mit Hilfe? Seltsam. Wieso steht das da alleine? Im Rahmen unserer täglichen Streife gehört es natürlich auch dazu, Rastplätze zu überprüfen, die an der Autobahn liegen. Wir fuhren heute hier auf diesen Rastplatz. Ja, und da trafen wir eine Situation an, die wir so bisher noch nicht vorgefunden hatten. Die Beamten wollen das Mädchen mit dem Hilfeschild befragen. Doch die Kleine macht es ihnen sehr schwer. Hallo, wir sind von der Polizei. Warum stehst du denn hier? Wo sind denn deine Eltern? Wie heißt du denn? Magst du uns mal deinen Namen sagen? Das ist der Jörn, ich bin der Holger und wir sind von der Polizei. Von der Autobahnpolizei. Und wir machen uns Sorgen, wenn du hier so stehst, ganz alleine mit einem Schild, auf dem Hilfe steht. Und die Polizei, die kann dir helfen, wenn du uns sagst, wobei, was dein Problem ist, ne? Willst du nicht. Sagen wir mal einfach an der Leitstelle Bescheid. Aber vorsichtshalber ein RTW her, dass hier einmal gecheckt wird, ob alles soweit in Ordnung ist. Ja. Ja, nicht, dass sie unterkühlt ist oder hier schon ewig steht, ne? Ja, vielleicht dann wieder. Ich guck noch mal hier bei den parkenden Fahrzeugen, ob ich irgendwas sehe. Ja, irgendwer muss doch dazugehören. Hier lässt doch hier keiner das Kind alleine. Arnold von 1335. An sich ist es bei Kindern natürlich durchaus üblich, dass die Fremden gegenüber eine gewisse Scheu haben. Normalerweise geben die dann aber nach einer gewissen Zeit das Ganze auch auf, diesen Widerstand, und reden mit uns. Das war hier jetzt nicht der Fall. Weil die Polizisten fürchten, dass dem Mädchen etwas zugestoßen ist, haben sie einen Rettungswagen angefordert. Hi. Hi. Hallo. Nichts Wildes, aber gut, dass du eine Kollegin dabei hast. Wir brauchen mal hier ein bisschen weibliche Intuition. Wir haben hier ein Mädchen, die steht hier mit Hilfeschild, die redet nicht mit ich uns. Ich gehe schon mal. Ich hör dir zu. Ja, Karin, geh mal rüber. Hallo. Grüß dich. Hi. Kannst du mich verstehen? Wie lange seid ihr jetzt? Ja, also verstehen kannst du mich. Sagst du mir auch. Okay. Pass mal auf, das tun wir schon mal weg. Das brauchst du nicht helfen. Ja? Ja. Hilfe ist da, okay? Okay. Wir sind bei dir. Was ist passiert? Weißt du nicht? Hast du dich verlaufen? Nein. Anfangs hatte ich den Verdacht, dass sich das Mädchen vielleicht einen kleinen Scherz erlaubt hat, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit dem Schild selbst gebastelt, sich dorthin gestellt habe, um Hilfe ranzuholen. Hier ist ein Rastplatz, ne? Hier ist ja weit und breit nichts. Bist du aus dem Auto ausgestiegen? Guck mal, ihr ist auch ziemlich kalt. Wir gehen. Wollen wir mal ins Auto gehen? Gehen wir mal Richtung. Gehst du mit uns mal ins Auto? Ja, ist vielleicht besser, ja? Die Spezialisten wollen das Kind im Rettungswagen untersuchen und zum Reden bringen. Keine Daten, nichts. Null, die sagt gar nichts. Also wollten die normale Kontrolle machen in der Streife und haben die dann hier gesehen. Also noch nicht mal melden, ne? Nee, gar nichts. Okay, gut. Das müssen wir einfach eruieren. Das ist ja schon sehr auffällig. Also sieht auch nicht unbedingt so aus, als ob jetzt das Kind das gemacht hat. Wir untersuchen sie jetzt mal, ob sie irgendwas am Körper hat, ne? Ja. Ob sie entführt worden ist? Ich meine, wo kommt das her? Ja. An Kindesentführungen haben wir zunächst nicht gedacht. Gleichwohl mussten wir natürlich erstmal in alle Richtungen ermitteln. Wir hatten ja vom Kind keine Ausweisdokumente vorliegen. Bei der Untersuchung des Mädchens stellen die Sanitäter keine Verletzungen fest. Dann bricht das Kind sein Schweigen. Kannst du denn sprechen? Du möchtest nur nicht mit uns sprechen. Wir sind hier, um dir zu helfen, ne? Okay. Mama! Was ist los? Wie aus dem Nichts ist die Mutter des Mädchens aufgetaucht. Die Spezialisten hoffen, dass sie Licht ins Dunkel bringt. Sie sind die Mutter? Ja, ich bin die Mutter. Mhm. Wo kommt sie jetzt her? Warum ist sie im Rastplatz? Die ist mir abgehauen. Wir machen gerade eine Pause. Ein Schild Hilfe. Gucken Sie mal da, das Schild, was wir da liegen haben. Das hatte Ihre Tochter in der Hand. Wie kann das denn sein? Die stand da vorne. Unter den Bäumen mit dem Hilfeschild? Was ist denn da die Ursache? Wie kommt das dazu? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Vielleicht hat sie das irgendwo gefunden. Also kann man ein Schild da nicht einfach finden. Und hat das hochgehalten? Als die Mutter auftauchte und die Kleine zu erkennen gab, dass sie da ihre Mutter auch erkannte, war uns eben klar, gut, da haben wir jetzt einen Erziehungsberechtigten vor Ort. Jetzt können wir der ganzen Sache vielleicht auf den Grund gehen und finden heraus, was es hier mit auf sich hat. Aber das war zunächst nicht so und gestaltete sich schwieriger als gedacht. Wir hätten gerne von Ihnen aber Personalien gesehen. Die könnte ich gerade holen. Haben Sie am Auto? Mit meiner Tochter. Ich
aber meine Tochter... Nee, ich möchte gerne, dass Ihre Tochter erstmal noch bei den Sanitätern bleibt. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Sie und Sie gehen mit den Kollegen bitte mit, ja? Wir gehen einmal zu Ihrem Auto und Sie zeigen uns mal Ihre Personalien, ja? Wir entschieden uns jetzt zunächst einmal, die Mutter nach ihren Personalien zu befragen, da diese aber ihre Ausweisdokumente nicht dabei hatte. Begleiteten wir sie zu ihrem Auto, um dann dort eine Personenkontrolle durchführen zu können. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Mann. Von Ihnen hätte ich gerne auch einmal einen Ausweis. Was ist denn los? Ja, das frage ich mich auch. Sie sind auch keine Gedanken. Ganze Zeit. Herr Körner, mein Name ist Gerke von der Polizei hier in Köln. Und wir sind hier gerade auf den Rastplatz gefahren und haben Ihre Tochter angetroffen, die mit einem Schild, mit Hilfe drauf, mit so einem Pappschild, so ein bisschen unterkühlt, augenscheinlich schon länger in der Gegend stand. Und die spricht nicht mit uns. Und wir finden nicht raus, was denn da so der Hintergrund ist. Und das ist für uns schon ein bisschen seltsam. Keine Ahnung, ich war ja nicht dabei. Ich war ja die ganze Zeit hier im Auto und habe gewartet. Und meine Frau habe ich suchen gegangen und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Suchen nach der Tochter? Ja, natürlich, nach der Tochter, klar. Die Aussagen und das Verhalten der Eltern machen die Polizisten stutzig. Bei ihrer weiteren Befragung decken sie Widersprüche auf. Sie haben gesagt, Sie machen eine Rast. Wir kommen aus dem Urlaub. Ja? Aus dem Urlaub. Wo waren Sie denn? In Italien. Okay, und wohin geht's? Nach Hamburg. Nach Hamburg? Ja. Wir müssen eigentlich weiter. Warum? Wieso reden Sie denn von Hamburg? Sie wohnen doch beide in Köln. Ja, wir kommen doch aus Hamburg. Sie kommen aus Hamburg? Ja, ja. Aber Sie wohnen in Köln. Steht doch hier. Verstehe ja, ich jetzt das nicht ist so unsere alte Adresse. Wir sind heute umgemeldet. Als wir dann die Ausweispapiere von den beiden Körners in der Hand hielten, sahen wir, dass die beiden aus Köln kamen. Das Auto hatte ein Kölner Nummernschild, aber beide gaben an, sie seien im Urlaub gewesen und nun auf dem Weg nach Hause nach Hamburg. Das war schon mal ein Widerspruch. Da musste irgendwie mehr hinterstecken. Das sieht aktuell alles nicht so nach einer normalen, üblichen Urlaubsfahrt aus. Und ja, ihre Tochter das, steht das mit dem Schild. Wir müssen mehr entscheiden, wie wir in Urlaub fahren. Also das ist ja. Ist ja nur meine eigene Entscheidung, nicht, muss ja keiner uns vorschreiben, wie wir nur fahren. Sie fahren ohne Gepäck. Das ist seltsam. Sie lassen Ihre Tochter da stehen, wissen nicht, dass die da steht, wissen nicht, mit welchem Schild. Das ist seltsam. Das können Sie nachvollziehen. Ja. Ja? Frag die mal eben kurz ab. Ja. Arnold von 1335. Zunächst hatten wir hier gar keine Vermutung, was hier vor sich geht. Und deshalb hat mein Kollege Jörn dann auch eine Abfrage der beiden Personen gemacht. Von der Leitstelle erhält Jörn Larsen aufschlussreiche Informationen über den Mann. Noch ehe ihn die Beamten damit konfrontieren können, verändert sich die Situation auf dem Rastplatz. Ja, habe ich aufgenommen. Erkenntnisse wegen Trickdiebstahl. Okay. Sie jetzt hat keine Erkenntnisse. Können jetzt auch nichts bei rein. Also. Während die Polizisten ihr Vorgehen abklären, trifft ein aufgebrachtes Paar ein. Noch ahnen die Beamten nicht, dass es die Ermittlungen in eine neue Richtung lenken wird. Bist du ein mieser Betrüger, ey? Echt? Schickst deine Tochter vor, ey? Bist hallo, du ein mieser hallo, Betrüger? Hallo. Ja, bist du. Guten Tag, wir sind die Polizei. Ich wir sind gerade hier im Gespräch. Ja, ist das gut? Das ist genau richtig. Ein Betrüger! Hier. Ich weiß auch, wovon ihr redet. Ich kenne euch das nicht. Das soll Gold sein, ey. Bist du ein mieser Betrüger? So, jetzt kommen wir nochmal zur Ruhe und erzählen Sie mal, damit wir es auch mitbekommen. Was ist jetzt genau passiert? Der hat eine kleine Tochter da hingeschrieben mit einem Hilfeschild. Ja, genau. Ja, Hilfeschild. Wir haben gefragt, was ist los? Ja, hier. Mein Vater ist hier, wir haben keinen Sprit mehr, diese Geschichte erzählt, 200 Euro haben wir den. Ja. Und davon, keine Ahnung, was die Herr Körner. Ja, hat er mir die Kette gegeben. Keine Ahnung, was die erzählt. Wir haben gesagt, das ist ein Familienerbstück. Genau, okay. Familienerbstück. Das ist ja das Billigste vom Billigsten. Keine Ahnung, ja klar. Ich brauch's eh nicht mehr, ich will mein Geld zurück auf jeden Fall. Lieber Herr Körner, ich möchte jetzt von Ihnen wissen. Ihre Tochter hat da vorne gestanden. Ich höre jetzt solche Aussagen. Das deckt sich mit dem, was ich gerade gesehen habe, dass Ihre Tochter da alleine steht. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. Herr Körner, wir haben Sie gerade abgefragt. Sie sind bereits auffällig geworden wegen Trickdiebstahl. Das heißt also eine Sache, die nicht ganz unähnlich ist. Man macht's. Dieser Geschichte man hier. Macht Mist in der Vergangenheit. Aber in der Vergangenheit ich kenn das ja. Keine was Ahnung. Jetzt hier ist, wüsste ich auch gerne. Sie müssen sich natürlich nicht selbst belasten, aber. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Ich möchte jetzt einen Blick in Ihr Auto werfen. Und möchte da einmal schauen, ob ich da was finde, was diese ganze Angelegenheit hier aufklären kann. Von der Mutter erhält Holger Gerke einen wichtigen Tipp. Finde ich da irgendwas, was einen Hinweis hier drauf hat? Wenn ja, wo? Ja. Können Sie mir da was zu sagen? Dankeschön. Dankeschön. Ich schaue dann jetzt mal nach. Holger Gerke sucht im Handschuhfach nach weiteren Schmuckstücken. Dem Familienvater passt das gar nicht. Was an? Das dürfen Sie gar nicht. Doch, hallo. Jetzt hören Sie auf.
was hast du da? Identische Ketten zu denen, die wir hier schon haben. Der Autobahnpolizist untersucht das Fahrzeug weiter. Im Kofferraum findet er noch mehr belastendes Material. Guck dir das mal an, das gibt's doch gar nicht. Das sind wir nicht die Einzigen. Ja, da hast du noch mehr abgezogen oder was? Reisekasse zum Urlaub oder was? Nein, mein Geldhauschenportemonnaie, keine Ahnung. Bei der Durchsuchung des Handschuhfachs habe ich diese billigsten Kettchen gefunden. Ganz billige Machart, 5 Stück, gleichen genau der Kette, die uns das betrogene Pärchen gezeigt hat. Außerdem im Kofferraum des Fahrzeugs 1.600 Euro Bargeld. Sichergestellt wird im Anschluss dann eben beschlagnahmt für dieses Verfahren als Beweismittel. Herr Körner, das insgesamt, ja, mit dem Sachverhalt, den wir da haben, erhärtet natürlich unseren Verdacht. Deshalb sind Sie jetzt erstmal vorläufig festgenommen als Verdächtiger hier in einer Betrugsstraftat. Was Ihnen da genau vorgeworfen wird, das werden wir jetzt gleich mal recherchieren. Sie können dann hinterher dazu aussagen, können gerne sich entlasten, belasten müssen Sie sich nicht. Sie dürfen aber gerne bei der Wahrheit bleiben, da würden wir uns freuen. Das macht uns die Sache einfacher. Keine Ahnung. Zumindest mal mit der Wahrheit anfangen. Hab keine Ahnung, was das ist. Davon habe ich noch nicht viel gehört. Frau Körner, wir haben Ihre Tochter da. Die Tochter gehört zu Ihrer Mutter. Sei einfach ruhig. Nirgendwo anders sonst. Zwingt mich halt. Wir haben es also spielsüchtig. Ruhe jetzt mal. Und zwingt mich dabei mitzumachen. Er sagt, wenn ich nicht dabei mitmache, dann tut er Elisa was an. Und das möchte ich nicht. Ich habe schon mal versucht, ihn zu verlassen. Da hat er mir auch damit gedroht. Ist ja dann nicht er nur einmal, halt, oder? Nein. Wir müssen so einen Vorgang am Ende natürlich dem Jugendamt melden. Aber. Ihr redet doch nur Unsinn! Hallo! Wenn Sie Ihren Mann decken. Wenn Sie bei der ganzen Angelegenheit bleiben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es hinterher in der Familie große Komplikationen gibt. Herr Körner hat hier nicht nur seine Frau als Mittäterin eingesetzt, sondern hat das Kind als Köder für die Begehung der Straftat genutzt. Bei aller Liebe, also sowas geht nicht. Das geht nicht. Null Verständnis. Unter Androhung von Gewalt hat der spielsüchtige Mann Mutter und Tochter zu seinen Machenschaften gezwungen. Machen wir so. Nehmen wir mit. Einmal rüber zum Auto, zu uns. Ja. Und dann gehen wir noch einmal mit der Frau Körner zu den Sunnies. Gucken wir, dass die Tochter vielleicht mittransportieren können. Dann machen wir die Vernehmung hinterher dort. Gut, dann gehe ich jetzt mit ihm zum Wagen und du regelst das hier noch, ne? Ja. Wir als Polizei werden jetzt hier erstmal eine Anzeige wegen des Anfangsverdachts des Betruges gegen den Herrn Körner stellen. Und seine Frau wird hier sicherlich als Mittäterin ebenfalls eine Rolle spielen. Der Richter wird hier entscheiden müssen, welche Strafe für dieses Vergehen für den Herrn Körner als Wiederholungstäter erfolgen wird. Sicherlich wird er härter bestraft werden als seine Frau als Mittäterin. In der Zwischenzeit hat sich das Mädchen den Sanitätern anvertraut. Aus Angst vor ihrem Vater hat sie vor den Polizisten nur so getan, als wäre sie stumm. Für euch kurz zur Info, wir haben hier eine Straftat vorliegen. Ja. Der Vater hat sie wohl benutzt als Köder, sag ich mal, für irgendwelche Autofahrer, die die abziehen wollten mit einer Betrugsmasche, mit Autobahngold, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Ja, okay. Kenne ich. Wenn ihr einverstanden seid, wenn die Mutter möchte, dann könnt ihr sie mitfahren. Dann würden wir später zu euch kommen und würden vor Ort eventuell eine Vernehmung machen. Es ist ja noch minderjährig, das wäre dann am besten, wenn es genau. Werden auch das Jugendamt, oder ich weiß nicht, ob ihr das Jugendamt noch in die Klinik schicken wollt. Ne? Wir werden sowieso einen Bericht machen müssen. Ja, genau. Ne? Das wird hier in dem Sachverhalt nach sich ziehen, dass das Jugendamt sich auch hier noch mal mit den Körners auseinandersetzt wird und schauen wird, ob das Kind in dieser Familie tatsächlich gut aufgehoben ist und wie es hier für die Familie in Zukunft weitergeht. Fangen wir ein neues Leben an ohne Papa. Du musst das nicht mehr machen. Okay? Okay. Wird jetzt alles gut. Ich kann der Mutter nur raten, dass sie mit der Klinik und mit dem Jugendamt zusammen für sich und auch für die kleine Hilfe sucht, den Mann definitiv verlässt. Und es gibt für die Frauen und auch für die Kinder gibt es Frauenhäuser, wo auch die Betroffenen innerhalb Stunden sehr gut untergebracht sind und man kümmert sich auch gut um die, um zu gucken, wie es dann auch weitergeht. Also für Sie erstmal herzlichen Dank, ja, und einfach demnächst nicht davon abschrecken lassen. Wenn jemand Hilfe braucht, geben Sie dem Hilfe, nur überlegen Sie sich vielleicht, in welcher Form und wie. Mhm. Ne? Wir als Autobahnpolizei können immer nur davon abraten, von unbekannten Menschen an Autobahnraststätten oder auch bei Wartezeiten vor Grenzübergängen irgendwelche Wertgegenstände oder vermeintlichen Wertgegenstände im Tausch für Bargeld oder andere Dinge entgegenzunehmen. Denn gerade solche Situationen werden ausgenutzt. Ihre Unaufmerksamkeit, die kann schwerwiegende Folgen haben für Sie und für Ihre Vermögenswerte. Die Eltern wurden wegen gewerbsmäßigen Betrugs angezeigt. Die Mutter hat sich von ihrem Mann getrennt und lebt mit ihrer Tochter bei Verwandten. Beide werden vom Jugendamt unterstützt. Das betrogene Paar hat sein Geld zurückbekommen.